Hallo? Hallo? Ja, wir sind das Team Minecraft-Ethik. Wir sind Lennart, Ferdinand, Lasse, Anna, ich bin Maxi und da hinten steht Rika. Ja. Unsere Idee war, ein Karma-System in Minecraft einzubauen, was Themen vom echten Leben in Minecraft darstellt, wie Themen Ethik und Umwelt. Umgesetzt haben wir das mit einem Ethikbalken, der als Punkteanzeige dient. Und die Punkte kann man verdienen, indem man gute Taten quasi vollbringt in dem Spiel, wie zum Beispiel Bäume pflanzen oder auch mit Menschen handeln. Und Minuspunkte für schlechte Taten wie Tiere oder Menschen töten. Das ist ein Teil des Codes, das ist jetzt mit Befehlen beschrieben. Es ist ein Datapack, es zeigt jetzt eigentlich nur an, wie viel Ethikpunkte man hat. Die Auswirkungen von Ethikpunkten bekommen oder verlieren sind, wenn man Pluspunkte bekommt, bekommt man hilfreiche Effekte oder mehr Herzen. Und wenn man Minuspunkte bekommt, dann bekommt man halt schädliche Effekte oder weniger Herzen. Und das Ganze ist auch mit den Umweltveränderungen so. Also wenn man Pluspunkte bekommt, wird die Umwelt halt besser und wenn man Minuspunkte bekommt, wird sie schlechter. Dann kommen wir jetzt zu einer kurzen Live-Demo. Genau, hier oben sieht man jetzt schon direkt diesen Ethikbalken, der das Ethik-Level anzeigt. Erhöhen kann man den zum Beispiel, indem man mit diesen Dorfbewohnern Handel treibt. Das seht ihr jetzt einmal. Der kriegt Smaragde und gibt einem dafür Pfeile. Natürlich nur, um bösartige Kreaturen zu töten. Dann gibt es noch mehr Wege halt, um Ethikpunkte zu kriegen, wie zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen, was ihr hier auch einmal kurz seht. Und genau, da könnt ihr auch immer auf dem Global Score da rechts sehen, dass sich auch die Zahl da erhöht. Genau, und noch ein anderer Weg, um Ethikpunkte zu kriegen, ist bösartige Kreaturen zu besiegen. Hier sind das jetzt Zombies. Und dadurch ist jetzt das Ethik-Level gestiegen und wir haben einen positiven Effekt bekommen, in dem Fall Stärke. Damit machen wir mehr Schaden. Natürlich auch wieder nur gegen bösartige Kreaturen. Und wenn wir dann ein noch höheres Level erreichen, genau, sollten die Zombies quasi direkt aus der Welt teleportiert werden. Und das ist halt dazu da, dass man einfach einen Vorteil dadurch hat, dass man keine Gegner mehr quasi hat, die einen gefährden könnten. So, jetzt nicht nachmachen, das ist nur zu Demonstrationszwecken, wie man Ethikpunkte verlieren kann. Du es. So, genau, dadurch verliert man jetzt ein paar Ethikpunkte. Und ja, so funktioniert das Ganze. Ja. Jetzt seht ihr ein paar Designs, die wir hinzugefügt haben oder einfach nur verändert haben. Am Anfang kommen Designs, die, wenn man gute Sachen macht, dazu kommen und danach kommen Sachen, die schlecht sind. Und hier seht ihr nochmal die Animation von dem Schmetterling. Da es in Minecraft eigentlich keine Schmetterlinge gibt, mussten wir die auch noch selbst hinzufügen. Also hier sieht man das Modell, was wir am Anfang sozusagen gemacht haben. Dann haben wir es sozusagen unterschiedlich angemalt und haben echte Schmetterlinge als Referenz benutzt. Also hier sieht man jetzt auch einen Teil der Animation. Und viele von uns haben mit diesem Projekt gelernt, wie man halt mit diesem Programm Blockbench Modelle erstellt und zum Beispiel auch animiert. Und hier ist noch ein Minecraft-Lama.
Unsere Probleme waren, dass wir am Anfang ein Modpack geplant hatten, aber nicht genug Kenntnisse über Java oder C# hatten. Und deswegen brauchten wir eine Alternativlösung. Und unsere Alternativlösung war, ein Datapack zu programmieren mit Commands und Texturenpakete. Jetzt kommen wir zu den Ideen für die Zukunft. Das wäre zum einen, die Texturepacks noch in dem Datapack mit zu integrieren. Und dass es sich auch wechselt, je nachdem, wie viel Ethik man hat. Und dass, wenn man gar keine Ethik mehr hat, also 0, dann wird die Leiste oben rot, dann ist dann ein Boss erscheint. Das wäre dann halt die zukünftige Idee. Sehr, sehr cool. Ich gehe davon aus, ihr kanntet Minecraft vorher schon. Aber was habt ihr denn Neues über Minecraft gelernt? Hallo? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, Datapacks zu programmieren. Also das ist sozusagen eine Erweiterung, eine einfache Erweiterung. Ja, ich habe gesehen, ein paar von uns haben auch Blockbench gelernt. Und Scoreboard-Befehle haben auch viele verstanden. Execute-Befehl, das ist auch ein sehr komplizierter Command, mit dem man aber sehr viel machen kann, haben auch so viele gelernt. Ja. Sehr cool, vielen Dank.